Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Wir haben heute soweit und machen das Chaos-Level von Welt 3. Sturm auf Bowser Kugelwillis Express. Ich bin vorbereitet, ich bin gespannt und vor allem bin ich gespannt, wie gut wir uns hier schlagen werden. Wobei es gut ist, lässt er noch, steht doch in den Sternen, das müssen wir erst herausfinden. So, solche Level, die sind halt immer kritisch, aber da einfach aktiv mitlaufen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf halt auch nie da hinten feststecken. So wie ich gerade kurz davor war. Einmal hinten gefangen, immer hinten gefangen. Es geht nämlich dann immer mal so ein Mitlauf-Level. So. Oh, scheiße, Digga, was ist das Ding jetzt hier auf mich losgegangen? Was ist da? Okay, es kommen natürlich auch immer machen. Ja gut, Leben habe ich genug, bevor ich in diese Game nie mache, sondern hier oben. Kann man hier einfach draußen rumlaufen da? Geht das? Nein. Ich wollte eigentlich nicht runter. Es ist auch was, dass da nicht runterfällt. Jetzt hätte meine zweite Krone noch verlieren. Sag ich euch, Leute. Ja, ist ein bisschen viel. Wo bin ich jetzt runtergefallen? Ich hasse diese Art von Leveln. Die Mitlauf-Level, ich hasse die anders hart. Und hier kommt es erst dann, dass es einfach in der Welt, wo ich dann das Loop-Hilfs-Item verwenden werde. Aber ich hasse diese Art von. Schusch, komm hier hoch, Mario. Gott. Das ist ein Scheiß, weil er halt immer runter aus Dummheit. Habe ich mies Leben verloren, ein kleines bisschen. Man wäre nicht so, als wenn ich noch genügend Leben habe, aber trotzdem, weil ich auch immer wieder farmen könnte. Stern. Schnapp dir einen Stern. Koste was auch immer es wolle. Weil die Sterne gehören einem, nämlich jetzt das mal. Das ist gut. Wenn es war gerade klein, das ist wiederum nicht so gut. Keine Ahnung, wo ich jetzt wieder mitgenommen worden bin. Ich weiß es nicht. Danke, das ist Item. Soll ich Leute, aber bei dem Level. I'm so sorry. Nehmen wir das schöne weiße Item hier, ja. Das erste Mal in-game, aber hier muss es einfach sein. Ich weiß, das stresst mir jetzt viel Zeit beisammen, aber ihr seht es. Das wird ja an den Stellen schon mies geworden. Ich weiß, ich werde mit alt wieder auslachen. Hahaha. Aber. Mei, wieso nicht? Manchmal kann man es auch mal ein bisschen helfen und ja, das Hummeln ist mein Motto, gerade in der Schule. Manchmal ist das tatsächlich vorteilhaft. Bevor es mir jetzt hier den Bein ausschreite und dann weiß ich was, das kann jetzt eine halbe Stunde Part wird, gehe ich doch dann lieber den Weg. Ich meine, ich habe hier irgendwo nichts drin, einen Stern gab. Das ist dann nächstes doch mal hier. Aus Ruhe gab es irgendwo drin einen Stern. Oh nein, der hätte es da einfach in der Röhre gegeben. Der Step. War da hier unten? Nee, gibt es einen Stempel, aber auch gut.
Mal erst hier irgendwie heil nach oben kommen. Gut, damals hatten es zwei Sterne, ist halt so. Ja, okay, gut, der Boss jetzt damit immer übelst easy. Weil das Ding muss man mit dem Boss nur anreppen, dann ist es weg. Am besten das Original treffen, das war, glaube ich, das hier. Also der Boss hat einfach echt lachhaft, du hast, ich gib's das zu. Weil man macht direkt zum Beispiel das Original, ist hupdiwupp, ist dieser Boss getan. Das war halt alles echt, ist wild, aber das hast du halt diese Mitgeh-Level, wenn da auch noch viel anderes Zeugs kommt, dann flipp ich auch aus Halbert. Gut, das war jetzt echt witzlos, wird glaube ich einer der kürzesten Parts überhaupt mit 5 Minuten. Ich weiß, ich sollte eigentlich so kurze Parte hochladen. Aber weiß, ich finde halt, das ist so Cast-Level müssten einfach extra sein, ist meine Meinung. Und du glaubst, da wirklich jeden Tag 2 Videos. Sind ja dafür kürzer, dafür jeden Tag 2 Videos. Finde ich halt besser als eine halbe Stunde Video pro Tag. Für mich einfach auch schneller zum Aufsize drin, weil das einfach nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und man sagt trotzdem will viel. Das ist gut. That's really good. So, da haben wir schon das Cast-Level gemacht. Nein, ich muss nicht eventuell. Man muss erst demnächst noch Sternenjagd gehen. Weil da noch mies, mies viel fehlen. Ich war noch damals, als ich auf der Lüge gesorgt habe und dann an der Star Boulevard war, dass der mies, mies im Stern Mangel kommen werden. Darf mir diesmal nicht passieren. Da muss unbedingt schauen, dass ich das verhindern kann. So, wir schauen noch aber mal, wohin es die gute Fee jetzt führt. Weil von der eisekalten Schneewelt werden wir in eine anders wilde andere Welt kommen. Aber was ist hier? Boah, da kommt da irgendwas richtig, richtig Fettes auf und so. Was das sein wird, das sehen wir im nächsten Part. Mach's gut, bis dann. Und ciao!